So, warte mal, dann gehen wir doch direkt dahin, wenn wir doch schon mal da sind. Meine Mannschaft hat sich auch schon verkrümelt. Ja, nee, also Ratchet & Clank habe ich mir jetzt auch vorbestellt, weil, also es war ja am Anfang bei mir, also ich hab den Vorgänger geliebt, also es war ja auch eher ein Remaster, Remake, das gab es ja schon damals auf der, ich glaube, PlayStation 5. Und ja, muss ich da nicht drüber? Och, scheiße. Ah, warte mal, aber da komme ich durch. So, sehr gut. Und ich fand's ja mega. Ich fand's ja echt mega. Ich habe mir das auch irgendwann mal im Sale geholt. Tatsächlich auch vor Jahren. Und ich war, ey, ich wurde so gut unterhalten. Das war echt gut. Und ich glaube einfach, das nächste, das sieht schon mal erstmal grafisch richtig gut aus. Dann glaube ich auch geschichtstechnisch haben wir einiges wieder zu lachen. Dann werden die allein schon die Waffen werden total abgedreht wieder sein. Ja, das wird gut. Beim zweiten Boss noch nicht mal. Von 5 bis 6 spiele jetzt lieber meinen dritten Run von Resi Dorf der Schatten. Dorf der Schatten. Oh. Das ist ja der Schwierigkeitsgrad, wo man freischalten musste. Boah, das ist tough, oder? Oder bist bestimmt da mit unendlich Munition da bei manchen Waffen, ne? Ansonsten ist es ja, glaube ich. Also das ist schon. Kann ich mir vorstellen, das ist tough. Ich habe mal einen Veteran reingeguckt und das war schon. Boah. Heftig. Aber Resi war auch toll. War auch teilweise trashig, aber mir hat's echt gut gefallen. Ich fand's klasse. Mir hat's echt Spaß gemacht. Nach It Takes Two ist das zweite richtig gute Spiel in dem Jahr. Nur gerade überlegen, ja. Ja, also so von den Blockbuster-Titeln. Bei It Takes Two ist vielleicht noch nicht mal ein Blockbuster-Titel, aber war auch geil. Ah, okay, mit voll aufgerissen wird es gehen. Okay, ja, das kann schon sein. So, unentdeckt bleiben haben wir schon mal wieder weg, aber ich will unentdeckt bleiben. Scheiß drauf. Scheiß drauf, was die Könige wollen. Das Lager hat jetzt so ein Klo. Danke, dass du mich da oben hingeschmissen hast. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, ist klar. Der kommt da hoch. Ja, ist klar. Okay. Lass dich von den Finden nicht Alter. Du bist tot. Okay. Genug jetzt. Was, deswegen seine Stimme gerade eben? Der Riesenkerl hat so eine. Du bist tot! Du wirst Alter. Krähenfutter! Ja, tatsächlich! Der hört sich an wie ein Junge! Halten Sie sich zurück! Alter! Hallo! Jawohl.
okay. Mehrere Tote, warte mal, da ist noch der nächste. Komm. Seh dich doch. So. Bezahlen? Jawohl, der eine hat schon dafür bezahlt. Next one, please. Ja, aber das stimmt, das Resident Evil lädt einfach zum nochmaligen Durchspielen ein, einfach. Ja, und stimmt, was ich auch gelesen habe, am 13. ist jetzt nur für die, wo Xbox haben und Game Pass. Interessant, am 13. Juni hat Xbox nochmal so ein Event und da stellen sie neue Spiele vor, die in den Game Pass kommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Oh, wieder ein Opal. Alter, was mir für Opale hier einsammeln. Das ist abartig. Das ist echt abartig. So. Aber hier sind wir. Achso, wir müssen das Gebiet wahrscheinlich erstmal wieder verlassen. Genau. Und Stoffe, das haben wir, so viel haben wir im ganzen Hauptspiel nicht eingesammelt. Schon krass, aber umso besser. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die obere Hälfte. Genau, in die obere Hälfte und ja, und dann ist so ein bisschen. Ich würde mich freuen. Und dann ist so ein bisschen Ruhe eigentlich nach Ratchet und Clank. Tatsächlich. Ich glaube, im Juli war noch irgendwas, ja, wo ich ganz interessant fand, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann im August halt Kena Bridge of Spirits auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf und dann, ja, ab dann geht's wieder los und ich bin mal gespannt. Ich habe so Bock, Flight Simulator, das kommt, ja, das werden sie vielleicht dann am 13. Juni bekannt geben, wann das rauskommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall auch so ein Reaction-Dingsbums drauf machen oder so. Da habe ich richtig Bock drauf. Bin mal sehr gespannt. Weil die werden da wahrscheinlich schon noch einiges bekannt geben. Weiß jetzt nicht, ob das allgemein der Showcase ist zur. Das ist schon wieder ein Opal, ne? Krass. Ein Liebesbrief. Das ist ein Liebesbrief. Ihr wollt ein Liebesbrief. Liebesbrief. Ein Brief, das ihr nicht. Was ist Liebe auf den ersten Schritt? Nicht mal Drum and Bass hält jetzt mit deinem Herzensschritt. Du hast deinen Schatz gefunden, ohne lang zu buddeln, um ihn in den Arm zu nehmen und stundenlang zu knuddeln. Yo, voller Fisch, du Fisch. Nein, was? So, ein Liebesbrief. Selin, mein Herz bricht, derweil ich deinen Namen schreibe. Vater bleibt meinen Worten gegenüber taub, sagt, ich werde keinen Mann aus den Piktenlanden nehmen und hat mich irgendeinem dreckigen Schäfer versprochen. Wahnsinn, ich weiß. Waren wir vor nicht allzu langer Zeit noch ein Volk? Überquere nicht das Wasser, so sehr ich es mir auch wünschte. Meine Brüder haben die Küste im Blick und sie würden dich töten. Sie könnten mich einem anderen geben, doch mein Herz wird immer dein sein. Dairean. Ja. Ach Gott. Forbidden Love. Forbidden Love, go straight to your heart. Oh Gott. So.
So, der Weg des Raben. Kopfschuss. Zack. In the next one is leichter Angriff. Was wäre denn das da? Gifthauch. Oh. Oh. Mhm, mhm, mhm. So. Ja, Flight Simulator. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich war wirklich mal eine Zeit lang richtig so ein Flight Simulator Nerd. Ohne Scheiß, ich habe den Flight Simulator, was war das, 98? Nee, 98 nicht. Ach, oh Gott, oder? Doch, 98, glaube ich, war das. Und dann den Flight Simulator X, den habe ich echt gesuchtet. Ich war sogar bei einer virtuellen Airline und habe da tatsächlich Flüge gemacht für die, ja. Also das war richtig wie, also mit Boarding, mit allem drum und dran, ne? Also das war schon richtig krass. Und ja. Bin mal gespannt. Man muss sagen, bei den Spielen ist halt die Simulations also der Simulationsgrad sehr hoch. Definitiv, ja. Also das ist nicht so irgendwie, ja, steige ins Flugzeug, Knüppel in die Höhe, hört sich auch wieder falsch an, ne? Und dann wird das Flugzeug schon abheben und so weiter und so fort. Damit ist es nicht getan. Du musst da hier halt wirklich hier die Knöpfchen drücken wie im wahren Leben, ne? Also ich weiß noch, ich hatte mir ein Add-on geholt für eine Boeing 747. Und ich sag mal so, ich könnte jetzt im wahren Leben, im Real Life, niemals eine Boeing 747 fliegen. Aber ich wüsste zumindest mal, wie man sie startet. Behaupte ich mal. Jedenfalls damals war das so. Ja, also. Und das zeigt schon. Holla die Waldfee. Ja, und wie gesagt, das sieht schon so krass gut aus. Und ich finde es Hammer, dass sie das jetzt auch für die Konsolen rausbringen. Und da war ja die Angst, ne, weil das ist ja schon ein Performance-Fresser auch auf dem PC. Ne, wenn viele so dachten, damals, da habe ich mir einen PC damals gekauft, nur wegen Flight Simulator. Also der, ich habe gesagt, du, ich zock nichts anderes drauf außer Flight Simulator. Nun wollte mir einer einen andrehen. Ja, ach Gott, wegen Flight Simulator, ja, du kannst auch den nehmen. Und sag, irr dich mal nicht. Flight Simulator frisst mehr Performance als ein Call of Duty in ultimativen Einstellungen oder sowas, ne? Schon allein, weil halt die ganze Welt berechnet wird und das Wetter in Echtzeit und dies und jenes und bla. Und da hat man gesagt, oh, das auf Konsolen, das wird schwer. Weil, wer soll das packen? Und die Neuen können es halt. Und da haben sie aber auch gesagt, na, da wird man Abstriche machen wahrscheinlich. Ne? Man wird sicherlich bei deinen Konsolen, sicherlich kannst du jetzt vielleicht grafisch nicht so das Ultimativ rausholen wie bei einem High-End-Rechner, klar, ja. Aber der Simulationsgrad ist da genauso gegeben. Da ist nichts geschmälert von der Steuerung oder sonst was. Man muss halt gucken, wie es halt sich mit dem, wie es halt Gamepad-technisch dann das so ist. So. Bin ja auch mal gespannt, was auch da dann alles dabei ist. Also ich habe mir das, es ist ja jetzt schon im Game Pass drin, im Ultimate, oder auch im normalen für PC, hatte ich mir schon mal geladen für den PC. Bin schon mal, habe schon mal Sichtflug über Köln gemacht. Das war schon nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei zum Beispiel die Lanxess Arena, die war noch ziemlich platt gewesen. Also und ich glaube die Rheinbrücke, die hatte auch so ein bisschen Darstellungsprobleme.
Aber ansonsten, ey, war das schon geil mit dem Kölner Dom und so weiter. Und ja, da haben sie auch schon optimiert. Das Basisspiel ist nur noch 83 GB statt 170. Boah, Alter, musst du dir mal vorstellen. Ja, ja, das war echt fett. Das war echt fett. Sag ich, ich habe jetzt total die Orientation verloren. So, genau, hier müssen wir lang. Soll alles dabei sein. Bis zu dem Datum, ich war schon über... Ah, ich war schon über mir zu Hause. Cool. Ah, okay. Ein Deutschland-Update kommt bestimmt auch noch irgendwann. Ja, gell, jetzt war erstmal Frankreich und Belgien, glaube ich. Davor war, glaube ich, oder war, kam jetzt nicht England sogar. England, Irland, Schottland, irgendwas. Ja, zu gut. Zu gut. Ja, Deutschland wird sicherlich auch noch geupdatet, auf jeden Fall. Ich habe richtig Lust, mal wieder in den Urlaub zu fliegen. Schon des Fluges wegen. Das Kribbeln im Bauch, wenn der fliegt. Oh, das ist zu gut. Ne? Wenn, wenn die Beschleunigung da ist, ne? Auf über 200 Sachen. 200, 300 Sachen. Ist mega. Und dann ist wie bei einer Achterbahn. Ja, das, also das ist immer schön. Und schön Kaugummi kauen, wegen dem Luftdruck und so weiter, ja. Die Welt von oben sehen, die Welt von oben sehen, über und durch Wolken gleiten, das sieht immer so gigantisch aus. Das stimmt, das stimmt, da kannst du mal total abschalten, ne. Das ist alles andere erstmal egal, da denkst du einfach nur, sowieso, wenn du in den Urlaub fliegst, sowieso, aber da denkst du an nichts. Weißt du, was ich ganz furchtbar finde, wenn du aus dem Urlaub wieder kommst, wenn du an den Briefkasten gehst und die ganze Gülle dran drin ist, Werbung, Rechnung, bla 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 und so weiter und so fort. Ich darf oh, da weißt du, dann bist du wieder zu Hause. Das ist ganz ekelhaft. Das letzte war Frankreich und Benelux-Staaten, genau. Ja, das Ende und so weiter war davor, genau, ah ja. Mir tun die Leute mit Höhenflug so leid, die können das gar nicht genießen. Ey, ich würde auch sagen, ja, vor allen Dingen... Großartig. Oh, guck mal da. Wie die Katze da steht. Nice. Ja, das ist halt wirklich... Das ist auf jeden Fall so. Also gerade fliegen... ist das angenehmste Reisemittel, wo man jemals haben kann, ne? Ich finde es so gut. Sind echt tough. Die Druiden sind echt tough, ey. Oh Gott. Hier ist schon wieder nix. Ey, wenn man mal einen weg hätte, ne? Ich muss aufheben. Aber da hat doch auch einer. Ah, okay. Wie mit ihren Scheißschilden, ey, das geht mal rüber, ey. Was?
Komm schon. Jawohl. Oh fuck, fuck, fuck. Der ist auch weg. Komm schon. Jawohl. Yes. Ich habe mich um 12 Uhr auf Arbeit mit zwei Kollegen verabredet. Jetzt kommt die eine wegen Kopfschmerzen gar nicht. Und die andere weiß jetzt schon, dass sie sich verspätet. Ah, ist super geil. Ja, yeah, das geht wieder tief rein. Deine Reden enden hier. Das finde ich so ein bisschen schade, dass die Ordensmitglieder, dass da keine Sequenz mehr kommt. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ich gebe dir absolut recht. Ja, mal wieder wegfliegen, das wäre wirklich nice. Das wäre wieder. Oder einfach mal, egal, auch selbst wenn ich ins Auto einsteigen muss. Wieder für ein paar Stunden unterwegs bin, ich hätte wieder so Bock. Ich will im Oktober auf jeden Fall mal wieder nach Berlin oder so. Da habe ich so Bock drauf. Und ich will auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder einen Zock am Ding machen. Und da ist ja dann der Schnappi dabei. Das muss auf jeden Fall drin sein. Bis dahin sind wir alle durchgeimpft. nimm. So, verlasse das Gebiet, alles klar. Warte mal, dann markieren wir uns schon mal das nächste Gebiet. Ah, guck mal, da ist auch noch was, da ist auch noch mal ein Dings, da können wir auch hin. Hey, wo haben wir das jetzt markiert? Ich habe zu viele Markierungen anscheinend. Warte mal, aber das ist die richtige, ja genau, das ist die richtige. Der Stream. Oh. Stimmt. Machen wir die ganze Zeit. Auch Reload bringt nichts. Die Hälfte ist geschafft. Ja, ich sehe es gerade. Der kackt wieder echt ab. Ich sehe es gerade. Der kackt wieder volle Kanne ab. Der ist wieder in den roten Zahlen.